Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe das Gefühl, jedes Video geht in diesem Badezimmer los, aber hier ist das Licht so einigermaßen am besten. Exciting, also es ist Freitag. Wir starten in das Wochenende mit Sushi All You Can Eat. Wir fahren in so 4 Minuten los und ich trage meinen Standardpulli wie immer, weil der einfach nice ist. Und das ist so mein Go-To-Outfit, wenn ich richtig aufgebläht bin. Und ich habe auch eine bequeme Hose an, um prep zu sein für das Volumen an Sushi, das ich gleich in mich reinschaufeln werde. Und weil ich Digestive Issues habe. Ich muss gleich fahren. Ich bin aufgeregt. Ich hoffe, ich kriege das hin. Mein kleiner Bruder war schon wieder am Bummutzen, weil wir so 20 Minuten zu Fuß entfernt parken müssen. Und so nicht so rumheilen. Und jetzt da die junge Beine der Kleine. Und mein Freund ist da. Und das wird ein voll super Wochenende, weil ich nicht arbeiten muss. Und ich weiß nicht, was ich mit der ganzen Zeit machen soll. Leute, wir sind im Auto. Ja. Da jetzt hin und wir sind einfach richtig durch den Hagel. Wir haben 5 Minuten gewartet und dann ging es wieder, aber ja. Was ist denn drin? Aber das ist voll nice, weil hier kann man uns auch ein Tablet bestellen und das ist einfach richtig geil. Wow, diese Tanja betrogen mit Nicole. Tempura-Toku, wir probieren das jetzt. Zweite Runde nicht mehr. Wir haben jetzt so 3 Runden später und jetzt ist mir echt wirklich schlecht. Aber ich glaube, wir bestellen jetzt noch Eis. Boah, wir sind jetzt fertig und mir ist so fucking schlecht, ne? Ich habe so übertrieben. Und erst war ich so gar nicht voll und jetzt merke ich, die haben hier Bananenbrot. Und jetzt merke ich so richtig, ich muss mal lernen, irgendwie ein Mittelmaß zu finden. Oh mein Gott, die haben so richtig geile Proteinriegel und so. Und die sehe ich immer auf TikTok. Digga, die sind voll teuer. Was ist das denn? Die haben einfach M&M's, Junge. Oh mein Gott, das ist mein Leben. Es ist jetzt kurz nach 12 und wir sind wieder zu Hause und ich bin einfach nur so voll. Und ich will einfach nur pennen gehen. Und mein Freund sagt mir jetzt einfach so Sachen von so irgendwelchen Robotern. Ja, ich will einfach nur schlafen. Leute, ich hab's geschafft. Wir gehen jetzt schlafen. Ich freue mich so aufs Bett. Ich möchte einfach nur wie so ein Tier in den Winterschlaf fallen. Guten Morgen, Mädels. Versendet, es ist jetzt 10 Uhr erst wach. Ich werde gerade Brötchen holen. Es ist ein richtig schöner Tag. Ich habe keine Ahnung, wo der morgendliche Enthusiasmus herkam, denn wir haben jetzt gleich 3 Uhr und ich habe eigentlich nur noch geschlafen und ein bisschen gearbeitet und jetzt bin ich bei Rewe. Das ist jetzt ein bisschen später. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer auf mich, weil ich habe Angst, dass das Video so voll der Fail wird, weil ich halt so wenig filme, aber ich war halt nur ganz kurz bei Rewe, habe nichts Besonderes geholt, dann bin ich nach Hause und dann haben wir eigentlich nur Mittag gegessen. Jetzt habe ich die ganze Zeit bearbeitet, dann hatte ich gerade noch eine Kleinigkeit gegessen und dann habe ich zwischendurch wieder ein bisschen Emo-Vibes versprüht. Irgendwie die letzte Zeit ist nicht so, ist nicht so das Gelbe vom Ei, aber jetzt geht's schon wieder. Und die Freundin von meinem Bruder ist jetzt da. Und wir machen jetzt Pizza. Und das wird super. Und ich bin müde. Meine Mama guckt wieder irgend so ein Krimi, ignoriert das. Aber wir haben jetzt hier unsere Pizzasets. Und das wird jetzt richtig Premium. In the making. Die Pizza ist jetzt gerade drin. Oh, scheiße, heiß. Hallo Leute, lasst euch durch das Outfit nicht täuschen. Neuer Tag, gleiches Outfit. Ich habe gestern noch nicht mehr gefilmt oder generell nicht viel gefilmt, weil ich ein bisschen emo war. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber heute ist Sonntag und dann machen wir heute einen guten Tag. Es ist voll früh für den Sonntag. Es ist kurz nach 8. Nee, jetzt ist es schon 9. Ich bin seit 8 wach. Und ich habe wieder richtig schön Augencreme, dass ich gerade unten einen Abdruck vom Schlafen. Such a good look. Hey Mädels, wir haben gerade gegessen. Ich habe das nicht gefilmt, einfach falls es gleich ist wie immer. Auf jeden Fall ist mein Schoko-Brownie-Proteinpulver jetzt alle. Ich weiß nicht, ob ich wieder das von Monotrition nehmen soll oder jetzt mal eins von ESN. Ich finde das immer so krass, wenn man diese Containerboxen da alle hat. Das ist halt so viel Müll. Deswegen gucke ich jetzt mal, ob ich irgendwo was in Beutelform finde. Also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, erstmal keine ganze 1000 Kilogramm Beutel zu kaufen, weil erstens ist das voll teuer und zweitens, was, wenn mir das dann gar nicht schmeckt. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich bestelle mir einfach 3-mal so Proben. Einmal dieses Milk Chocolate, Hazelnut Nougat und Chocolate Fudge. Und jetzt habe ich schon wieder eine Meldung bekommen, dass Final Cut einfach beendet wurde. Und es ist halt schon richtig spät, es ist schon 11:30.
habe jetzt den Salat bestellt und dann teilen wir uns noch so eine Ofenkartoffel und Brot und das wird super duper. Wieder zu Hause. Ich habe ein bisschen gepennt auf der Rückfahrt. Essen war gut. Und jetzt trinken wir, glaube ich, Kaffee und ich muss halt unbedingt mein Video bearbeiten. Das heißt, das mache ich jetzt, weil es ist halt schon so 3:30 und ich habe es immer noch nicht fertig. Ey. Update, ich mache jetzt etwas Progress. Ich muss nur noch gut 2 Minuten bearbeiten und dann bin ich hoffentlich durch. Leute, quick fit check. Ich muss jetzt meinen Freund zur Bahn bringen, es ist zu spät. Let's go! La la la, jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen bessere Laune. Ich weiß auch nicht, was los ist. Hi Leute, ich habe gerade mein Video gepostet. Ich bin so froh, dass ich das jetzt oben ist. Endlich. Ich habe es erst um 8 gepostet und nicht um 2 oder wann ich sonst poste. Oh, sorry. Aber ich bin jetzt zufrieden damit und jetzt finde ich es eigentlich ganz funny. Auf jeden Fall mache ich unten gerade Abendessen. Also noch so ein bisschen Salat, den mache ich. Und dann noch Reis und noch was von dieser Garn Bolognese, die wir gemacht hatten mit den Walnüssen. Die war einfach so geil. Wirklich, ich kann einfach nichts mehr. Ich habe das ja in meinem anderen Video gesehen, wenn ich so müde und fertig bin und dann filme ich mich auch noch, dann bin ich ja nur noch im Redefluss und dann produziere ich ja wirklich wortwörtlich nur noch verbalen Müll. Das ist einfach nicht notwendig. Ich kann jetzt schon nicht mehr nachdenken. Auf jeden Fall mache ich jetzt Essen und dann stehe ich, glaube ich, einfach nur noch auf Vinted ein bisschen und gehe dafür schlafen. Oh, mein Essen brennt an. Frühstück für Jack. Leute, ich bin jetzt im Auto. Ich bin low-key nervös. Ich hab's geschafft, ich bin raus. Oh mein Gott, meine Haare sehen grau aus. Okay, abwarten, wie es nachher aussieht, wenn es trocken ist. Ich hatte keinen Bock, die jetzt auch zu föhnen, weil da muss man extra bezahlen. Ich habe einfach 82 Euro bezahlt, Alter. Digga! Aber jetzt fühle ich mich wenigstens wieder etwas cleaner. Und jetzt fahren wir, glaube ich, noch ganz kurz zum neuen Rewe. Einfach, weil ich hoffe, dass ich dann noch bessere Laune habe hinterher. Ich weiß nicht, was wird mit der Kochen. Irgendwas mit Kohlrabi, glaube ich. Und die anderen essen Würstchen, aber ich will keine Würstchen essen. Deswegen, ich hoffe, mein Eat Plenty-Paket kommt vorher. Und sonst hole ich mir noch irgendeine richtig lecker-Schmecker-Alternative. Yo, mein Tag ist gerade viel besser geworden. Unboxing-Zeit! Leute, das macht alles so viel besser. Also, Spaces, ne? Mein kleiner Bruder hat was bestellt. Also, das sind so die Cerealien-Zeug. Und ich habe ihm das ganze Schoko-Cosmic-Zeug weggegessen. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Vanilla da. Und jetzt habe ich nochmal Schoko nachbestellt. Und irgendwas mit Peanut, einfach weil ich wissen wollte, ob das geil ist. Also die Rezensionen haben gesagt, dass es sehr künstlich schmeckt. Wahrscheinlich halt wegen der Süßstoffe. Aber sagen wir ehrlich, ich bin halt einfach mit Süßstoff groß geworden. Ich trinke meinen Kaffee mit Süßstoff. Deswegen glaube ich nicht, dass es bei mir groß von Nachteil sein wird. Maß Nummer 1 und 2. Und jetzt gehen wir weiter zu Eat Planted. Und ich freue mich drauf. Ich habe jetzt direkt mal ein bisschen aufgebaut. Holt einfach 2x400 Gramm pro Sorte, also 1,6 Kilo. Ach, wie süß, die haben mir sogar das dazu getan. Ich habe die noch nie ausprobiert. Leute, wir machen jetzt Live-Taste-Test. Ich habe jetzt dieses Peanut-Dings da mit drin. Ich feiere das voll. Anyway, ich esse jetzt noch. Und dann, wir fangen jetzt auch schon Mittagessen zu kochen. Aber egal. Und nachher seht ihr meine Haare. Ich bin eigentlich ganz froh damit, wie die geschnitten hat. Auch wenn ich erst dachte, nee. Aber, wo ist sie? Hi Leute, Update. Es ist jetzt 6:30. Ich hole gerade meine Cousine ab. Und wir gehen jetzt zusammen was essen. Ich habe Nachmittag und so nicht gefilmt, weil, wer hätte es gedacht? War scheiße. Außerdem sind meine Cousinen voll süß, deswegen. Halt Verstand. Ich habe tatsächlich echt gut geschlafen heute zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, mehreren Tagen, auch wenn ich nicht so aussehe. Ja, ich habe vorhin ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen Kopf frei kriegen und ich habe auch aufgeräumt, auch wenn es nicht so aussieht. Jetzt esse ich und dann habe ich gleich noch einen Termin und dann gibt es schon wieder Mittagessen. Es ist schon 11 Uhr. Und dann werde ich jetzt das Video bearbeiten und dann ist aufgefallen, kennt ihr es in Deutsch, wenn man früher so Satzanfänge üben musste? Ich habe das Gefühl, ich war in der Grundschule besser als jetzt. Ich habe gar nicht erzählt, wie es gestern noch war und was ich noch gemacht habe. Also, wie gesagt, ich habe meinen Cousin essen und Lilly hat gearbeitet. Das wusste ich natürlich. Die Maus hat uns schön bedient. Chef, wenn du das siehst, die Lilly macht das so toll. Irgendwie, eigentlich finde ich mein Haar voll geil. Aber ich sehe halt voll rattled aus und wirkt das irgendwie nicht. Aber heute Abend, wenn ich... Oh, hier ist das Licht viel besser. Ich sehe trotzdem gut aus. Aber heute Abend, wenn ich arbeiten bin, dann muss ich mich eh schminken, weil sonst kommt das nicht gut. Hey, ich feier das voll. Ich habe jetzt gegessen, jetzt riecht mich besser. Und jetzt fahren wir los. Das Wetter ist aber richtig, richtig schön draußen. Heute wird ein guter Tag.
so schön, ne? Ja, anyway, ich fahre jetzt los. Und ich habe so meine Komfort-Tüterin geguckt. Das ist mein letzter Zeit wieder voll offen. Das ist die Blair Warner. Ich gucke seit Jahren. Ach, ich weiß auch nicht, irgendwie. Die bringen mir Frieden. Fahren jetzt? Und ach, ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich wünsche, ich würde immer so was Cooles machen, dass die Videos halt auch irgendwie so ein bisschen spannender sind oder so. Nicht immer nur so, weil momentan habe ich das Gefühl, sind die Videos immer so, ja, dann mache ich das und dann muss ich arbeiten und ich bin voll müde und ich habe einen schlechten Tag. Oder ich sage, heute wird ein guter Tag und dann wird kein guter Tag. Anyway, heute wird ein guter Tag. Ich fahr jetzt los. Ciao. Boah, es ist low-key so heiß, ne? Ich hab mein T-Shirt an und diesen Sweater. Es ist einfach viel zu warm. Aber wenn ich den Pulli ausziehe, dann fühle ich mich so nackig irgendwie. Ich bin back and feeling fucking amazing. Nein, wirklich, ich fühle mich wie neugeboren. Es ist ein wunderherrlicher Tag. Die Sonne scheint und das Leben ist gut. So, ich fahr jetzt nach Hause. Ich hab Hunger. Irgendwie sehe ich auch ein bisschen ranzig aus mit den Haaren, oder? Egal. Ja, ich fahr jetzt nach Hause. Und jetzt gerade ist es richtig fucking hot in hier. Und ich muss aufs Klo. Ich war vor so 5 Stunden das letzte Mal. Das ist ein neuer Rekord für mich. Weil meine Haut erholt sich auch nur richtig langsam von dieser Skincare-Fail-Prozedur, die ich da an mir vorgenommen hatte. Vor jetzt ist es bald 2 Wochen her. Und meine Haut ist immer so richtig flaky. Fall, dass es einen Gaslieferstopp gibt. Okay, ciao. Hi Leute, ich denke, ich beende das Video hier jetzt. Ich habe nämlich vorhin angefangen zu schneiden. Ich war schon so bei fast einer Stunde Videomaterial. Mal gucken, wie viel ich da wegcutten muss, weil ich zu depri bin. Beziehungsweise war. Also mir geht es auf jeden Fall viel besser. Es ist jetzt einen Tag später. Ich war wieder so ein paar Mal kurz vorm. Aber ich habe mich da ganz fix wieder rausmanövriert. Wenn ihr jetzt immer noch da seid, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und hoffe, es war trotzdem irgendwie funny oder, keine Ahnung, entertaining. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass es so ein bisschen... ja, nicht ganz so happy war und so, aber so ist das halt einfach manchmal so eine Scheißzeit. Aber dann geht's auch wieder richtig aufwärts. Ja, ich hoffe, das nächste Video wird wieder richtig fun. Und genau, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich immer gerne oder lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch sehr über einen Kommentar. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr über alles. Und dann sage ich jetzt nochmal danke und bis zum nächsten Video.